Hallo und herzlich willkommen zur Pokémon-Spielstation Erkundungsriemenrot Let's Play von mir, schon wer. Das letzte Mal haben wir eine Kastanie gefunden und den Mankeys gegeben. Und dieses Mal werden wir genau das gleiche machen, aber diesmal ist es nicht so langweilig, weil wir haben Quests, wuhu. Und eine Quest haben wir so gesehen schon erfüllt, da wir die Arena-Bärre dabei haben. Ab zum Tumultwald. Tumultwald U1 und hoffentlich braucht es noch nicht so lange und hoffentlich finden wir auch eine Kastanie. Es wäre irgendwie katastrophal, wenn wir keine finden. Weil, ja, macht irgendwie Sinn. Weil wir sind eigentlich nur deswegen hier. Wenn wir keine finden, das wäre eine ziemlich doofe, nicht wirklich Zeitverschwendung, da wir ja zum Glück Missionen haben, die uns dann doch auf eine andere Art und Weise weiterbringen. Da wir ja auch noch da wir ja doch unseren tollen Rang hier verbessern wollen und hoffentlich auch mal zu dem Gold rankommen, wie Team Simsala. Weil dann kann uns Simsala gar nichts mehr, ja? Hier. Goldrang, die haben damit auch noch angegeben. Ja, geht nicht zu Ground, wir gehen zu Ground, wir haben nämlich den Goldrang, ihr nicht, noobs, reported. Ihr seid reported, ihr seid einfach nur schlecht, Mann. Und, ja, wirklich Aussetzer. Muss es sein? Ha, so blöde Paralyse. Aber wenigstens ist Paralyse nicht so schlimm wie andere Statusteile hier. Es gibt viel schlimmere, zum Beispiel Schlafen. Weil da kann man nicht, sich nicht mal mehr irgendwie wegbewegen. Und nicht Konfusion. Wie heißt es nochmal? Gottverdammt. Konfustrahl. Das, wo man durch Konfustrahl bekommt. Ihr wisst, was ich meine. Verwirrt sein. Genau, das. Das ist noch viel schlimmer als alles andere. Also man kann sich denken, warum, weil dann. Dann verschwendet man auch noch seine wundervolle Zeit, indem man irgendwie in die Luft steckt oder seinen Partner zusammenschlägt. Wow. Das ja auch zum Glück nicht mehr passieren kann, da wir die tollen IQ-Fähigkeiten haben. Hooray für uns. Und mehr Gummis für uns. Los. Wow. Nicht. Oh, cool. IQ prüfen. Wo ist es denn? Nicht Schläfer-Info. Das Pokémon fällt durch bestimmte Fallen oder gegnerische Attacken nicht mehr Oh mein Gott, wie gut. Ich nehme lieber Selbstheiler. Auch wenn Schlaf nervig ist, aber Selbstheiler hilft gegen alles ein bisschen. Und ich bin da. Ich habe da lieber sowas wie. Dings weniger, sowas wie. Verwirrtsein weniger. Und dafür alles halt ein bisschen weniger, statt nicht mehr zu pennen. Weil so gesehen ist pennen eigentlich eine schöne Sache. Weil da tun wir uns eigentlich nur regenerieren und... Autsch! Muss es sein. Oder was heißt regenerieren? Moment mal. Eine Sache muss ich jetzt testen und... Nein, du gehst nicht in unser Team. Bevor das jetzt weitergeht. Das wäre ja total unfair, wenn es wirklich gehen würde. IQ prüfen. Hä? Ach, jetzt geht mal runter. Nicht schleifer wählen. Jetzt will ich was testen. Erholung, Einsatz. Es bringt gar nichts. Wir werden dadurch nicht mal mehr geheilt. Die Attacke ist so nutzlos dadurch. Schade, ich habe gehofft, dass wir dann auch geheilt werden, weil dann wäre das eine echt unfaire Kombo. Leider ist es dann doch nicht so. Selbst Allah. Wow. Das wäre cool gewesen, aber wow, wenn er durch Erholung total nutzlos wird, dann ist es ja eine echt blöde Fähigkeit. Also für uns, für andere nicht. Aber naja, wie man es nimmt, schauen wir mal. Hey, ich dachte, hallo, Missionsziele? U5, okay. Ich habe was verwechselt. So, wir müssen ja irgendwie doch noch Kastanien finden, das ist ja unser Hauptziel. Und wir müssen den Gegner finden, der gerade einen grünen Gummi aufgehoben hat. Ey, gefunden. So schwer scheint es jetzt nicht zu sein, Dinge zu finden. Wow. Also los, bitte, Kastanie. Mann, oh Mann, ich habe vergessen rumzumeckern. Ich muss mal richtig rummeckern, weil eigentlich müsste es klappen. Immer wenn wir rummeckern, bekommen wir ja was dabei. Also komm schon, ich will eine Kastanie haben. Mann, das ist ja schon blöd, ich will eine Kastanie. Zieleben erreicht. Und ey, was willst du hier, Blutsorg? Du kannst doch eh nichts. Und ey, da ist ein Item unter Pier. Explosivsamen. Das ist keine Kastanie, was soll das? Mann, gib mir eine Kastanie. Also wenn das jetzt wirklich funktioniert und wir im nächsten Raum eine Kastanie finden, dann weiß ich auch nicht weiter. Schade. Also, da wissen wir es jetzt endlich. Rumheulen bringt es, wie es aussieht, doch nicht immer.
Und oh mein Gott, was soll das? Der wirft ja. Ist blöde Roselia. Wirft hier eiskalt mit irgendwelchen Bomben nach uns. Ohne Bombenwarnung hier. Bombendrohung. Wirft einfach so eine Bombe. Mann. Eiskalt. Zum Glück ist es nicht nah zu uns hingegangen und dann den Plosisam gefressen. Das wäre noch viel schlimmer gewesen. Aber ich glaube, die Computergegner sind gar nicht mal so schlau. Und ey, wir haben unseren tollen Typi gefunden, den wir retten müssen. Stoludio, ja! Und retten! Los, Todeslaser, zerstör ihn! Zerstört! Dann verlassen, nein! Ich will Kastanien finden, weil ganz ehrlich, Kastanien schmecken gut, ey! Mann, und wir haben leider keine gefunden. Zu schade. Tumultwald U6. Und so wenigstens finden wir ein paar Gummiteile. Grüngummis und so. Das ist jetzt eigentlich perfekt, wenn wir ein Pflanzen-Pokémon wären. Und so gesehen ist in dem Spiel ein Pflanzen-Pokémon auch eine ziemlich coole Wahl, weil die meistens auch so eine tolle Attacken wie Absorber, genau, wie Absorber bekommen. Und das ist eine ziemlich nützliche Attacke in dem Spiel. Denn, ich meine, was gibt's Besseres, als sich selbst zu heilen? Nichts, richtig. Also, eigentlich schon. Es gibt zum Beispiel was Besseres, indem man jeden einzelnen Gegner One-Hit tötet. Aber das wäre ja schon fast langweilig. Und solche Attacken wie Absorber sind in bestimmten Räumen eine ziemlich nützliche Sache. Und die Räume, ich kann immer noch nicht sagen, was das für Räume sind, da wir noch nicht solche Räume gefunden haben. Und eigentlich dachte ich, dass sie relativ oft kommen, aber wie es aussieht, sind die erst beim zweiten Teil so, dass wirklich viele davon kommen. Mal schauen. Pow! Los, Planas! Wer hat dem Vieh den Namen gegeben? Und komm schon! Die sind beide zu dumm, um sich gegenseitig Wir sind alle zu dumm, um uns gegenseitig anzugreifen. Super. Der Georock-Block, der bleibt. Der Georock. Der Stein bleibt da. Mann. Ich kann nicht reden, ich kann nicht werfen, ich kann nicht treffen, ich kann gar nichts. Blödes Vieh. Aber egal, der Georock-Block, der. Genau, jetzt habe ich es geschafft. Der scheint sowieso defekt zu sein. Er will damit eh nicht treffen. Und ja, Steine können defekt sein. Ihr könnt es mal versuchen. Wenn ihr mit Stein nach Leuten werft, dann sind die Steine defekt, mit dem ihr nicht treffen tut. Also falls ihr mal irgendwie mal einen Zen-Garten machen wollt, solltet ihr die Steine natürlich auf Funktion testen und erstmal nach Leuten werfen. Ist es Deutsch? Nach Leuten werfen? Ihr solltet die Steine erstmal auf Leute werfen, um zu schauen, ob die auch funktionstüchtig sind. Yay, entflieht dem Dungeon. Ich meinte natürlich, wird von unserem Todeslaser getötet. Und falls ihr das jetzt schon getestet habt mit dem Sandgarten, ich bin unschuldig, falls irgendwas passiert ist. Also mit den Steinen, wenn ihr die testet, ich will unschuldig sein, denn ihr solltet natürlich auch aufpassen, dass ihr dabei niemanden verletzt, wenn ihr irgendwelche Leute damit abwirft. Ich meine, ich weiß, es muss sein, weil ihr die auf Funktion testen wollt, aber trotzdem bin ich unschuldig. Das wollte ich nur schon mal gesagt haben. Also zu meiner eigenen Sicherheit. Und irgendwie müssen wir jetzt noch eine Kastanie finden. Juhu, ich bin so gespannt auf diese wunderbare Suche nach einem Item, das wir wahrscheinlich erst in Ewigkeiten finden werden. Oder hoffentlich auch bald. Yay. Warum hat es gerade so ewig lange gebraucht, bis das verschwunden ist? Das ist mir irgendwie vorgekommen wie so ein kleiner Lag. Vielleicht bin ich... Keine Ahnung, schau mal, ob das jetzt nochmal so lange braucht, weil das kam mir nicht... Ja doch, das ist normal. Keine Ahnung, warum ich gedacht habe, dass es nicht so lange braucht. Wirklich, wieder so eine mit Wachstum. Warum hat jedes Vieh hier drin Wachstum? Ist total nervig. Ey. Du, stirb. Pau. Mann, oh mein Gott, erdbebend. So ein Glück, dass dieses Vieh keinen Schaden macht. Weil Erdbeben ist ja sehr effektiv auf Glumanda. Und das wäre dann total bescheuert. Mann. Schauen wir mal. Tumultwald U9. Mankey ist jetzt schon da. Aber
Was auch wichtig ist, ich glaube, ab sofort sollte ich jetzt wirklich jeden Raum anschauen, da wir wirklich unbedingt die Kastanien brauchen. Und ohne die Kastanien kommen wir nämlich nicht weiter von der Story her. Und wir wollen ja auch ein schönes Haus haben. Und los, Attacke, Schaufler. Ich habe total vergessen, dass wir noch die beste Attacke hier übrig haben. Pow! 126 Angriff, Heilige. So viel Schaden. Ich bin so froh, dass ich hier unser Pokémon Schaufler beigebracht habe. Es war wirklich die schlauste Entscheidung bis jetzt in den kompletten LP hier. Mann, so ein Glück und... Oh mein Gott, der Kastanie! Wer das Vieh geht da jetzt hin und frisst es? Auch wenn ich nicht glaube, dass es geht. Also ich glaube, das kann man essen, aber ich glaube nicht, dass das dann auch so verschwindet. Dass die zufälligen Pokémon das machen. Verschwinden tut es natürlich, wenn man es essen tut. Also nicht komplett verschwinden, das geht ja dann irgendwie mal in den Magen und dann tut man es doch irgendwie mal ausscheiden, also so ist es dann nicht. Und komm schon, musstest du wirklich Wachstum einsetzen? Oh, Erdbeben! Man sollte aufpassen bei Pokémon, die Erdbeben können, wenn man in Boden drin ist, dann macht es nämlich mehr Schaden. Und, oh, erstmal schauen, habe ich die jetzt wirklich? Kastanie, okay, ich habe die Kastanie. Wichtig, nicht vergessen. Weil... Yay, auch noch auf der letzten Ebene. Ich glaube, das ist immer auf der letzten Ebene. Das wäre ganz okay, wenn es wirklich auf der letzten Ebene immer ist. Das bedeutet, dass auch immer eine da ist. Tumultwald, yay! Vielen Dank für die Rettung, bla bla bla. Grüngummi, Sammelbox ist voll, Ratte 60. Glückwunsch, YouTube steigt von Bronzerang zu Silberrang. Yay! Ich frage mich, was wir dafür Vorteile haben. Bla 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 bla, okay. Schauen wir mal. Ja, wir waren heute großartig. Hast du erfasst. Yay. Und? Nein, ich will nicht speichern. Ich habe Safe States. Wah, weg damit. Widerlich. Yay, dann schauen wir mal. Wah. Aber dieses Mal möchte ich... Gut, mach schon wer. Ja, ich sag dir mal zu Beliebe gar nichts mehr. Dungeons und Wetter 2, Lagern unwichtig. Wo ist Kecleon? Was? Augenzeugen zufolge ist der ältere der beiden Kecleon-Händler oft in geheimen Missionen unterwegs. Manche behaupten, er ist gierig, er macht grobe Geschäfte. Sein jüngerer Bruder verneint das. Er würde nie herrenlos Items in Dungeons sammeln, um sie zu verkaufen. Nein, das würde er niemals machen. Niemals. So, wir sind jetzt im Silberrang. Ich habe keine Ahnung, was das uns bringt. Ich glaube, also im zweiten Teil wird dann immer gesagt, was es uns bringt. Und ich glaube, das bringt uns mehr Lagerplatz. Ich bin mir aber da nicht ganz sicher. Könnte auch sein, dass es in dem Teil hier total unnötig ist. Aber egal. Es wäre natürlich auch schön, noch eine Sammelbox zu bekommen. Aber ich glaube, das bekommen wir dann erst im zweiten Teil irgendwie eine Möglichkeit, mehr Platz zu haben. Weil das gibt es im zweiten Teil auch. Weil so ziemlich alles im zweiten Teil besser ist. Wow! Also abgesehen von den Erinnerungen, die habe ich im zweiten Teil nicht so viele. Warte, eigentlich schon. Nur in dem ersten Teil hier, da habe ich irgendwie eine Erinnerung, dass es weitergeht. Und Tumulwald. Also von der Story her, aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil im zweiten Teil geht es echt unglaublich lange. Und ich glaube, da ist es... Keine Ahnung, ist eigentlich unwichtig. Schauen wir mal. Hey, Mankeys. Hey, habt ihr uns eine gescheite Kastanie gebracht? Oh, eine gescheite Kastanie, aber eine gescheite Kastanie. Bla bla bla. Ja, ja, hier könnt ihr haben. Ja, bla bla bla. Vollpässe, bla. Das haben wir alle schon mal gelesen. Irgendwo. Déjà vu. Baumaterial, bla bla. Los, arbeitet. Und so. Motiviert durch eine weitere gescheite Kastanie, setzte die Mankey-Bande die Renovierungsarbeiten an der Retterteam-Basis fort. Und endlich war die Basis fertig. Ja! Jetzt habe ich umsonst die Quest angenommen. Schniff! Endlich! Endlich ist es soweit! Schon wer, sie ist fertig! Endlich! Unsere YouTube-Basis! Bam, badadadada. Yay, es ist mein Gesicht! So cool! Immer wenn ich sie mir ansehe, erkenne ich pure Coolness. Ich auch. Weil es ist mein Gesicht und darum ist es ja cool. Verstanden?
Die Ähnlichkeit mit dir gibt dem Ganzen eine nette Zugabe, schon wer... Ja, ich weiß. Wir haben alle sehr hart daran gearbeitet. Das war wirklich anstrengend, aber das war es wert. Wohin genau? Wohin genau? Genau. Ich danke euch allen. Bis auf euch, Minkies, ihr seid dumme Penner, ihr wolltet die ganze Zeit essen haben. Sag mal, ich möchte euch mal was fragen. Jetzt, wo diese Rettetin-Basis fertig ist, bedeutet es dann, dass wir keine Geschäftskassane mehr bekommen? Haha, genau. Unsere Basis ist endlich fertig, wir müssen nicht mehr daran arbeiten. Menki-Bande, wir danken euch herzlich für alles. Menki! Was soll die Scheiße? Was ist jetzt kaputt? Was soll das? Hört sofort auf damit! Seid ihr bescheuert? Schlagt sie zusammen! Da alle mit gemeinsamen Kräften halfen, die wild gewordenen Menki-Bande aufzuhalten, konnte die Basis gerettet werden. Was die Menki-Bande angeht, sie versprach mit der Toberei aufzuhören. Und nach dem Genuss weiterer Shelter-Kastanien kehrte sie zurück in ihren Wald. Und so geschah es, dass die chaotische Renovierung der Basis endlich zum Ende kam. Wuhu, yeah! Am nächsten Morgen. Ba-ba-ba-ba! Oh, sieht es cool aus, wir haben sogar einen Ofen! Und, nein, ich will nicht speichern, ich hab's Safe States! Oh mein Gott, das war so viel Arbeit! Und ich sollte noch erwähnen, dass die ganzen Dungeons, die ganzen Häuser anders aussehen. Und also immer so mit dem Charakter, den man, also mit dem Pokémon, das man als Haupt-Pokémon hat, die sehen dann immer anders aus. Guten Morgen, schon mehr! Yay, schauen wir mal, Post prüfen. Rette mein Kind, nein. Anführer wechseln, lesen. Link-Attacken sind wirksam. In manchen Dungeons kannst du den Anführer wechseln und beispielsweise Link-Attacken hochzuführen. Sobald du im Dungeon bist, öffne das Menü und wähle das gewünschte Pokémon zum Anführer und Team und dem Unterpunkt Anführer. Yay, da können wir es auch lesen. Wie es aussieht, war das schon die ganze Zeit möglich. Schlüssel-Items für Pokémon. Huch. An einem bestimmten Ort. Sonnenkern und Sonnenstein. Eneko und Mondstein. Vulkane und Feuerstein. Mushas und Wasserstein. Perno und Abyssan. Es gibt offenbar noch viele andere. Das hört sich ja interessant an. Und. Ja. Ich frage mich, was jetzt als nächstes passiert, weil. Jetzt haben wir ja unser tolles Häuschen zu Ende gebaut. Endlich! Lagern! Für was lagern? Wir haben ja schon alles gelagert. Und eigentlich habe ich jetzt hier nicht mehr allzu viel zu tun, weil in 2 Minuten kann man nicht mehr allzu viel machen. Wir können alle höchstens schauen, ob es hier noch irgendwie was zum Tumultwald gibt. Da wir haben ja ein paar Missionen dazu bekommen. Und das. Feuerberg. Feuerberg ist eigentlich sogar schlauer, weil da kriegen wir mehr. Also. Mehr XP, also mach ich. Oh, und ein Problem. Ich nehme einfach mal die Feuerwerk an, glaube ich. So. Und nicht Info. Okay. Und dann Tumultwald wegwerfen. Hier, dein Kind soll verrecken. Und ich bin K.O. Ha, Pecker. So. Also. Das ist dann wahrscheinlich. Das mache ich dann wahrscheinlich ich sage immer offscreen. Dabei macht das gar keinen Sinn mit offscreen. Off-Kamera. Also das nehme ich dann wahrscheinlich nicht auf, weil ich werde jetzt erstmal so weit spielen, bis wieder ein bisschen Story-Zeugs kommt. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.